Zeit, wo eine Frau Kinder bekommen kann, ist begrenzt, wobei man hier auch berücksichtigen muss. Diversität. Genau. Erstens will nicht jede Frau ein Kind. Das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden. Das wird einfach so häufig vorausgesetzt. Ist aber nicht so. Zweitens, die Zeiten, wo man das oder wo Frau das als richtig erachtet, sind unterschiedlich. Für eine ist 20 wirklich die höchste Eisenbahn und die andere denkt, okay, 40, ja, jetzt kann ich langsam drüber nachdenken. Erst Schule, Studium, ja, genau. Gesicherte Professur und dann Kinder. Genau. Wie war es bei Ihnen? Bei mir war es anders. Ich habe mein erstes Kind mit 28 bekommen. Und dann ein zweites mit 35. Das heißt, ich habe schon einige Modellvorschläge in den Wind geschossen. Was ich sagen wollte, der Fortschritt der Technik erlaubt, diese starren Grenzen jetzt aufzubrechen. Zum Beispiel Social Freezing ist eine... Also in Amerika, ne? Genau. Das ist eine Möglichkeit, die Eizelle der Frau einzufrieren und dann viel später, wo es sonst natürlich nicht möglich wäre, immer noch ein Kind zu bekommen, wird übrigens von einigen großen Firmen jetzt finanziert. Das heißt, empfohlen, ja klar, die wollen. Genau. Apple weiß ich meine Google auch, die finanzieren dieses Einfrieren, das ist ja nicht so ganz billig. Und damit ist natürlich eine Botschaft verbunden, erst Karriere, dann Kinder. Das heißt, die Diversität dieser hochgelobten, progressiven Firmen müsste man da ziemlich hinterfragen, oder? Sie verbieten keine Diversität bei sich, aber sie machen einen deutlichen Vorschlag. Ja? Ein Angebot, den man nicht ablehnen kann, wie der Pate. Damit wird die Diversität in diesen Firmen eben... Ja, ein bisschen aufgebrochen. Wie begegnen wir der großen gesellschaftlichen Herausforderung, die sich ja auch im Zuge von multikultureller Gesellschaft und Integration stellt, Menschen in ihrer Verschiedenheit gegenseitig anzuerkennen, jedoch in einem bestimmten Rahmen, ich sage mal Gesetz, Bildung, soziale Versorgung und so weiter, gleich zu bewerten, also gleich, ganz groß geschrieben, gleich zu bewerten. Wie kriegen wir das hin? Denn so ganz praktiziert wird das ja nicht, kann ja nicht, weil immer wieder von Benachteiligung, mangelnder Chancengleichheit und das sind ja alle Schlagzeilen, die wir eigentlich täglich lesen oder hören und sehen können. Ja, das AGG, war, also das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, Gleichbehandlungsgesetz, war ja ein sehr großer Schritt in diese Richtung. Das ist ein Regularium, was natürlich noch nicht so gelebt werden kann, wie es vielleicht sollte, aber man muss den Fortschritt betrachten, denke ich. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ich denke, dieser Fortschritt besteht auch aus vielen kleinen Schritten. Also man kann nicht sagen, okay, wir machen jetzt einen Wurf und alles wird sofort gut. Es gibt kleinere Initiativen, die versuchen, Inklusion zu leben. Also ich kenne mal beispielsweise von einer Initiative der Universität Lüneburg, Open University, die nehmen geflüchtete Menschen auf und erlauben ihnen schon mal das Studium, bevor ihre Bildungsabschlüsse oder ihre Zertifikate, die überhaupt vorhanden oder nicht vorhanden sind, anerkannt sind. Wie gehen auf die Frage, wie unterschiedlich gehen Menschen um, wenn sie in einer besonderen Situation, wie jetzt Flüchtlinge sind? Sie haben da auch gute Forschungskenntnisse, soweit ich weiß. Wie entwickeln sich Flüchtlinge und Asylbewerber, die Wochen, Monate oder eben mehrere Jahre hier oft nur notdürftig untergebracht sind, weil sie auch keine Beschäftigung haben dürfen aus irgendwelchen gesetzlichen Gründen, die mir nach wie vor nicht so ganz klar sind. Und im Umgang mit der Zeit und dem permanenten Erleben von Ungleichheit gegenüber denen, die ganz anders um sie herum leben dürfen, einmal den Deutschen und dann natürlich auch andere voll, Sie sprechen jetzt immer von inkludiert, ich bin dann noch voll integriert, okay. Also voll inkludierte Menschen um sie herum. Wie wird das erlebt und wie gehen Mann und Frau in dieser Situation mit dieser Erfahrung innerhalb eines solchen Closed Shops dann um? Mhm.
Also es ist ganz interessant, dass es ja mal wieder nichts Neues ist. Und zwar, es gab in den 20er Jahren eine sehr, sehr berühmte Marienthal-Studie. Da ist im Zuge der großen Depression, Wirtschaftskrise, ein ganzes Dorf, was in einer Textilfabrik gearbeitet hat, plötzlich arbeitslos geworden. Mhm. Männer und Frauen, alle haben da gearbeitet, alle wurden arbeitslos. Und eine wichtige Sache war auch deren Umgang mit Zeit. Die waren plötzlich alle sehr, sehr frei. Und was interessant war damals, und heute sieht man das auch, dass es für Männer sehr viel mehr ausmacht, plötzlich frei zu werden. Frauen, die haben häufig oder die empfinden das als ihre weiblichen Pflichten, noch für den Unterhalt der Familie zu sorgen, im Sinne, man muss kochen, man muss einkaufen, man muss die Wäsche waschen, die Kinder von der Schule abholen oder dahin bringen, was auch immer. Und diese Tätigkeiten, die strukturieren ja die Zeit immer noch. Das heißt, es muss erledigt werden, es muss zu gewissen Zeiten, also mit einer gewissen Schnelligkeit erledigt werden. Und daher fällt es den Frauen erstaunlicherweise leichter, mit dieser Untätigkeit umzugehen, weil sie immer noch ihre Pflichten haben, die ihre Zeit strukturieren, Aufgaben. Männer, die ihre männliche Rolle sehr stereotyphaft wahrnehmen, die das als ja, unter ihre Würde vielleicht betrachten oder überhaupt nicht darüber nachdenken, die sind dann plötzlich gänzlich aufgabenlos. Und für sie ist diese Zeit wirklich kein Fluch, kein Segen, sondern Fluch.